Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir üben weiter grammatikalische Transformationen. Übung Seite 6. Wir bleiben beim Thema Karlsruher Trinkwasser aus Neptuns Mund. Transformieren Sie bitte nach unseren Anweisungen. Unser Ausgangssatz ist: Nach dem Bau eines Museums musste man den Brunnen verlegen. Nummer 2. Bilden Sie bitte das Passivpräteritum. Nummer 3. Bilden Sie das Passivperfekt. Nummer 4. Bilden Sie das Passivplusquamperfekt. Nummer 5. Verbalisieren Sie nach dem Bau eines Museums. Sie brauchen die entsprechende Konjunktion. Nummer 6. Verbalisieren Sie im Passiv. Nummer 7. Verbalisieren Sie, nein, bilden Sie die indirekte Rede Vergangenheit aktiv, also von Nummer 1. Die indirekte Rede Vergangenheit aktiv. Und Nummer 8. Bilden Sie die indirekte Rede Vergangenheit passiv vom Satz Nummer 1. Tschüss, bis zur nächsten Übung.